Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge From the Scratch hier beim Beatnut Berlin mit mir, Desart. Und ja, ich war letzte Woche leider ein bisschen ausgenockt durch Corona, habe ich euch ja schon erzählt. Deswegen habe ich hier an dem Beat nicht weitergemacht. Aber wir gehen genau da rein, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja so ein bisschen von Agent Music mal ein paar Loops durchgecheckt. Und tatsächlich war es gar nicht so schlecht, dass ich eine Weile dann nicht daran gearbeitet habe, weil ich habe ein paar geile Songs gecheckt und dachte mir so, in der Richtung will ich das haben. Das heißt, vielleicht werden wir ein bisschen nochmal ummodeln. Wir gucken mal. Wir gucken uns das Intro an und dann geht's los. So, da sind wir wieder. Ansonsten nochmal ein paar Informationen für euch. Es wird jetzt, wenn ich schaffe, jeden Tag 2 Streams geben. Das heißt einmal diesen Stream hier, das ist der Beatbau-Stream. Ich muss nochmal gucken, wegen den Zeiten, wem besser wann passt. Und dann gibt es noch einen Abendstream, den machen wir im EDM-Pop-Bereich. Weil ich glaube, da kann man ein bisschen cooler mit den Sachen hier arbeiten. Also ein bisschen mehr ausbreiten das Ganze. So, lernen wir mal das Menü hier. Und genau, das heißt praktisch, das ist die Info für euch, wenn ihr Bock habt, hier irgendwas mitzunehmen für euch, ein bisschen zu gucken, wie Beatbau und wie Songbau funktioniert, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, entweder bei YouTube oder hier bei Twitch mit dabei zu sein. So, wir hören uns mal das Ganze an. Ich habe ehrlich gesagt es noch gar nicht gehört. Das heißt, ich bin komplett neu. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe eine Idee. Wir hören mal rein. Okay, den hauen wir schon mal weg. Der hat mir letztens auch nicht gefallen. 170, 85, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wir hören uns noch mal ganz kurz das komplette Loop an oder den kompletten Loop. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht doch so nehme, weil das Geschnittene klingt halt so ein bisschen sehr wie so ein... Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist, wir werden auf jeden Fall noch hier eine ganze Menge Kram brauchen, weil das hört sich so ein bisschen gecuttet an. Hatten wir noch einen? Ne, wir hatten keinen Loop mehr. Sonst hätte ich vielleicht nochmal überlegt, was anderes zu nehmen. Aber das war, glaube ich, alles das Gleiche. Okay, wir müssen uns gleich entscheiden, ob wir mit dem gecutteten weiterarbeiten oder mit dem, wobei eigentlich, was man auch überlegen könnte, wäre, dass wir mit beiden arbeiten. Das bedeutet, ich werde mal hier einfach alles kopieren und wir hören mal kurz rein, wie das klingt, wenn das rüber geht. Wir könnten es so machen, dass die Strophe oder der Refrain das komplette ist und dann die Strophe in diesen halben reingeht. Wir gucken mal. Passt jetzt natürlich nicht von der 808. Ja, das könnte man theoretisch machen. Ah, wobei ich nicht sicher bin. Wie gesagt, das ist, wir hören nochmal das normale, den normalen Loop, aber ohne 808, weil ich glaube, die 808 können wir hier erstmal knicken. Da müssen wir gleich nochmal gucken, welche Noten das sind. Da lassen wir erstmal raus. Okay, ja. Ich denke, wir werden mit dem weiterarbeiten, weil das Geschnittene gefällt mir dann doch nicht so sehr. Und ihr merkt ja immer wieder, wenn ich an den ganzen Sachen sitze, es kann immer sein, dass man merkt so, das ist es nicht. Ja. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Also es macht keinen Sinn, an einem Ding rumzureiten bis zum geht nicht mehr, sondern es macht wirklich Sinn, einfach zu gucken, was passt denn am besten. Und zumindest das jetzt im Moment fühlt sich besser an. Wir nehmen mal das nochmal raus und bauen uns nochmal eine 808 da rein. So, was waren das? In G, also würde ich fast sagen, dass vielleicht sogar das G hier der erste.
müsste man so machen. Hier müssen wir was ändern. Hier. Okay, hören wir mal ohne die Gitarre, ob das so cool klingt. Okay, hier müssen wir mal gucken, weil uns fehlt jetzt natürlich ein Kick. Den haben wir herausgenommen. Ja, gefällt mir. Das klingt doch mal ganz gut von der 808. Genau, dann, was wir noch brauchen ist, wir hatten ja hier diese Klavierlinie. Hören wir da kurz mal rein. Da ist die Frage, ob wir das nicht einfach durchlaufen lassen. Das könnte man theoretisch einfach hier komplett auf dem G durchlaufen lassen. Mal sehen, wie das klingt. Ja. Okay, den Drip nehmen wir erstmal ganz kurz raus. Weil ich werde noch ein paar andere Sachen hier brauchen. Ich habe eine Idee von einem Song, der hieß, ich sage euch das gleich, Lemonade. Ich weiß gar nicht, ob der Song so hieß. Lemonade featuring Nav. Sehr geiles Ding. Das hier ist ein bisschen zu schnell und die Gitarre passt nicht so hundertprozentig, aber ich würde es trotzdem in dieser Art machen. Das heißt, wir werden uns sehr, sehr viele Breaks reinbauen, sehr, sehr viele... ja, so für den Rapper das praktisch, dass er Zeit hat, da irgendwas reinzunehmen. Wir wissen nicht, was der Rap sein wird, aber wir probieren es mal so zu machen, dass das nicht so durchgeht, sondern einfach mal ein paar krassere Breaks, auch von der Hi-Hat. Ich werde da was Cooles machen. Okay, wichtig ist aber, wir brauchen, das Loop reicht noch nicht, wir brauchen hier einfach ein bisschen mehr. Okay, das heißt, wir werden uns, glaube ich, mal bei Splice ein bisschen was angucken. Ich könnte natürlich auch was einspielen, aber das werde ich mal nicht machen. Wir nehmen mal Gitarre und zwar 85 hatten wir, glaube ich, und G-Dur. Ah, G-Dur haben wir, G-Dur, Major machen wir auf exakt 85. Und hören mal rein, was es hier gibt. Okay, wir haben erstmal das, was wir brauchen. Das bedeutet, machen wir hier ein paar Kopien und ballern uns das Ganze mal rein. Und schauen wir. Ich finde, die Splice Loops klingen sehr, sehr, sehr geil. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das Problem ist halt, die kann jeder benutzen. Das heißt, leider ist man halt irgendwann nicht mehr bei diesem Unique Level. Ja. Und das ist so also ein bisschen das Problem, finde ich, bei Splice, dass das hammergeile Sounds sind, aber
Man muss wirklich versuchen, damit so ein bisschen rum zu experimentieren, damit das halt nicht genau gleich liegt. Also jetzt einen Loop zu nehmen und darunter einfach irgendwie ein Beat zu bauen, das könnte sein, dass das dann klingt wie tausend andere. Boah, krass, ist das lang. Okay, bisschen sehr lang. Wir gucken mal. Okay, lassen wir den erstmal raus. Langsam gerade. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist der gleiche gewesen, nur ich glaube, war der Unterschied. Lo-Fi, ach so. Okay, dann nehmen wir den hier auf jeden Fall. Okay, also wir wollen ja hier etwas dazu bauen. Das heißt, wir müssen mal probieren, ob wir irgendwas. Vielleicht hier was. Ja, hier könntest du mir. Ah. Naja, das passt nicht. Ich glaube doch eher der hier. Nehmen wir die hier raus. Nee, das ist irgendwie nix. Ah, schwierige Sache. Schwierige Sache. Okay, wir machen es anders. Okay, dann glaube ich, versuchen wir es doch noch mal mit dem Arcade, dass wir da irgendwie vielleicht noch mal so ein paar Kleinigkeiten reinbauen, weil ich will unbedingt noch so ein paar Zusatztöne. Ja, mal sehen, vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Okay, da müssen wir natürlich auf G erstmal gehen. Gehen wir auf Major G. Vielleicht sowas. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das nicht. Also es klingt auf dem G echt komisch. Okay, hören wir noch ein paar Sachen an. Finde ich eigentlich ganz geil. Mal sehen. So, schauen wir uns mal an. Alles zu sphärisch. Okay, wir lassen uns mal ein bisschen inspirieren von dem Ganzen. Achso, den habe ich jetzt hier noch gar nicht rüber kopiert, müssen wir natürlich auch noch mal machen. Okay, das heißt, was ich mal machen werde, ist, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie eine Melodie dazu noch bauen kann. Aber ich will eine Gitarrenmelodie, weil ich will nicht zu viel verschiedene Effekte in dem Ganzen drin haben. Also nicht, es soll nicht zu sphärisch sein, es soll halt dieses, sage ich mal, Nylon-mäßige Gitarren-Feeling haben. Und wenn ich jetzt praktisch anfange, dazu krasse Sachen zu machen aus den 80ern und sowas, dann wird es wieder sehr weit weggehen. Das bedeutet,
Ich probiere mal. Ich habe ja die Nylon-Viecher hier. Und zwar Picked Acoustic. Ich versuche es mal als Melody. Das heißt, keine vorfertigten, sondern... Genau sowas. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, weil das ist jetzt alles mit einer Latenz. Okay, aber wir haben ja noch unseren MIDI-Wizard. Vielleicht kriegen wir da noch mal was raus. Und zwar G Major. Machen wir mal R&B und Melodie brauchen wir. Ja. Den ersten finde ich sehr geil, der Rest ist Müll. Den muss ich, glaube ich, komplett hier nehmen. Okay, nehmen wir mal den ersten. Ich finde den gar nicht so schlecht. Der ist ziemlich geil. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob das überhaupt zu dem hier passt. Überhaupt nicht. Oder was wir überlegen können, dass wir doch erstmal Abstand nehmen von dem Ding hier und vielleicht noch mal was Eigenes bauen. Ja, weil das finde ich eigentlich schon mal sehr geil. Vielleicht könnte man hier noch mal was Geiles bauen. Ich mach's mal so. Ich baue mal hier kurz was und dann gucken wir mal, was uns besser gefällt. Und zwar wir kopieren uns den mal hier rüber. Und bauen mal irgendwie was Cooles daraus. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube leider, wir werden dieses Sample hier doch nicht mehr verwenden. Aber es hat uns natürlich, muss man sagen, auf eine sehr geile Idee hier gebracht. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Das gefällt mir ehrlich gesagt einfach mehr vom Style. Wir gucken mal, wie das klingt zu den Drums. Ja. Und da kann ich mir, also da öffne ich sich sofort Welten für mich, weil ich einfach mega krass viele Ideen habe. Was wir noch machen, und zwar, ich würde gerne eine Countermelodie reinbauen, vielleicht sogar auch mit einer Gitarre. Wir müssen gleich mal gucken. Wir lassen mal den MIDI-Wizard nochmal hier ein bisschen was zaubern. Wir lassen ja einfach ein bisschen was machen. Okay, wir machen es mal anders. Wir holen uns mal eine coole Melodie und bauen die um.
Ah, ich hasse das, wenn der so weit unten ist. Nehmen wir mal aus was anderem vielleicht. Vielleicht nehmen wir mal irgendwas aus Hip-Hop und Rap. Ah, gefällt mir nicht so sehr. Der gefällt mir nicht. Das ist eigentlich ganz geil. Nehmen wir es mal rein und bauen uns das mal so um, dass es zu dem Ganzen hier passt. Und zwar würde ich, glaube ich, nur das Ende hier nehmen. Mal sehen, wo haben wir denn Platz? Ja, wir haben eigentlich hier immer Platz. Das bedeutet, wir lassen es mal kurz laufen. Beide. Okay. Das können wir eigentlich hier wegnehmen und bauen uns jetzt mal hier ein bisschen. Das müsste. Vielleicht eher hier hin. Eigentlich könnte man gucken, ob das hier funktioniert. Ich überlege gerade, ob man das vielleicht doch höher machen könnte. Vielleicht oktavieren. Okay, ist ein bisschen sehr hoch. Aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, gar nicht so schlecht. Ist doch genau das Richtige. Das können wir später noch ein bisschen umändern. So, bauen wir uns die mal um. Und dann würde ich sagen, um das ein bisschen umzuändern, bauen wir uns hier gleich die Melodie ein bisschen um. Mal gucken. Vielleicht den 4/16. Ich mache es mal auf 32, wäre sonst nervt es. Ah. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Gucken wir mal. Naja, es muss. Ja, gefällt mir sehr gut. Okay, jetzt haben wir natürlich komplett alles umgebaut. Das heißt, wir haben hier ein E, ein D, ein C und ein D. Das heißt, die ganze 808 muss jetzt umgebaut werden. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. ED. Na gut, machen wir es einfach per Hand. Dann kommt das D. Das ist schon ein bisschen sehr tief.
Okay. Dann kommen wir zum G, glaube ich, war das. Nee, C. Und dann wieder zurück zum D. Okay. Das heißt praktisch, das D bleibt, glaube ich, hier. Ja, es kommt nur zum C. Ja, es ist ein bisschen sehr tief, da müssen wir gleich mal gucken. Okay, finde ich schon mal ganz cool, aber der Sound gefällt mir überhaupt nicht. Das bedeutet, wir gehen mal kurz hier auf die Electric und gucken mal, ob wir vielleicht hier eher was finden. Machen wir erstmal nur. Ja, genau. Das klingt schon jetzt besser. Okay, wir hatten hier irgendwie so ein Hip-Hop-Ding, glaube ich, oder Latin Love, hier R&B Classics. Das ist, glaube ich, ganz geil. Ah. Ja, das gefällt mir. Und das machen wir hier auch. Nehmen wir uns mal hier wieder die Melodie. Und hören mal, dass das irgendwie ziemlich geil zusammenklingt. Das ist ja das Wichtigste, dass die beiden hier wirklich richtig geil zusammenklingen. Dann bauen wir gleich noch mal ein paar andere Sachen rein. Okay, dann bauen wir uns mal hier irgendwie einen geilen irgendwas. Das gefällt mir. Okay, sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch irgendwie irgendwas Swell-Pad-mäßiges, was so ganz kurz reinkommt und wieder rausgeht. Ich überlege gerade, ob wir da Streicher vielleicht nehmen. Könnte man eigentlich machen. Wir probieren es mal. Wir probieren mal irgendwie irgendwas hier in der Richtung. Machen wir erstmal Standardstreicher und dann können wir noch mal gucken, wie das aussieht. So, String Ensemble. Und jetzt bauen wir uns einfach die Akkorde dazu. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung jetzt, in welcher Tonart wir sind. Müsste ich eigentlich jetzt nochmal hier gucken nach den Melodien. Ich würde fast sagen, wir sind nochmal in G, weil ich habe ja G Major genommen. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir nehmen mal das hier. So, und die werden wir ganz kurz reinbringen, so als Swell-Effekt. Das heißt praktisch, die Streicher kommen immer so ganz kurz reingefadet. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, oktavieren wir das Ganze hier erstmal. Also mein Tipp ist für Streicher immer, erstmal, was man immer machen kann, ist oktavieren. Danach kann man immer die Quinten nehmen, also 7 Halbtöne entfernt. Klingt immer geil. Und dann hängt das so ein bisschen davon ab. Was ich immer wieder gerne nehme, ist die Quinte gar nicht hier, sondern nochmal drüber. Muss man nur gucken, ob das nicht ein bisschen zu hoch ist. Nee, ist mir, glaube ich, zu hoch. Okay, aber wir können noch die Terzen nehmen. Was haben wir hier als erste Note? Das E. So, dann.
Hier nehmen wir mal die Quarte, also nicht die Terz. Sorry, nicht die Quarte, sondern die, doch, ja, die Sus. Bin gerade nur überlegen. Machen wir so und vielleicht lassen wir den mal durchlaufen. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Ah, müssen wir mal gleich gucken. Nee, der passt nicht, das dachte ich mir. Ja, das passt perfekt. Jetzt müssen wir hier nochmal den Attack rausnehmen. Boah, krass raus. Genau. Lassen wir es mal so, mal sehen, wie das klingt. Ja. Ja, geil. Okay, dann würde ich sagen, könnte man theoretisch noch mal eine Countermelodie drauf bauen. Ich weiß nur nicht genau, mit was für einem Instrument. Die könnte man vielleicht später mit reinnehmen. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ja, wir haben noch die Geige. Könnte man eigentlich versuchen. Ich glaube, wir probieren es einfach mit der Geige. Ja, ich bin ja eh Fan von diesen Stradivari Strings. Das heißt, wir nehmen uns mal hier das als Kopie. Aber wir brauchen, glaube ich, was komplett Neues. Okay. So, warum höre ich hier nichts? Jetzt hat er sich aufgehängt. Das passiert manchmal tatsächlich, die Stradivari. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Weil hier natürlich, da muss man mal drauf aufpassen, dass man diese Trigger-Befehle nicht reinhaut. So, wir nehmen mal kurz nur die Kick und die Snare. Ja, hier müssen wir nur gucken später mit der Schnelligkeit, ob das so passt. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, dann bauen wir einfach hier ein bisschen. Gucken wir mal mit den Streichern, damit wir irgendwie einen Grund haben. Kleinen Fitzel. Ah.
Der passt, glaube ich, nicht. Ja. Ah. Obwohl, wir gucken mal, was wir hier haben. Wir haben das C, das Fis, das G, das C. Das C würde eigentlich, aber es klingt nicht so geil. Okay. Ich glaube, das passt erstmal. So, müssen wir gleich mal gucken, ob das auch passt zu dem, zu allem hier. Ich glaube, die sind ein bisschen zu. Ich glaube, das muss alles höher sein, sonst hört man die so gut wie gar nicht. Probieren wir mal aus. Was hatten wir hier? Ein C? Nee, ein E. Ja. Okay, klingt gar nicht mal so schlecht. Das muss man jetzt noch ein bisschen verpacken, weil jetzt praktisch alles in your face läuft. Aber das finde ich schon mal ganz gut. Machen wir mal, wir benennen das mal Gitarre 1, Gitarre 2. Dann haben wir die Strings und die Geige Lead. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Das können wir dann später mit dem Lo-Fi ein bisschen runterbrechen. Ansonsten von den Sounds können wir auch noch ein bisschen dran arbeiten, aber bisher finde ich das eigentlich ganz geil. Die müssen wir kürzer machen. Die dürfen nicht so lange sein. Oder wir machen die erst hier. Auch gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen früher. Ja. Ja, so ist besser. Die kann man auch später noch mal mit Kurven ein bisschen umswitchen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, was sagt denn die 808 noch mal dazu? Wir machen mal alles ohne die Geige. Die Geige finde ich geil, aber die muss noch mal ein bisschen bearbeitet werden, weil sie sehr, sehr präsent ist. Ja. Ja. Ich höre da noch eine Gitarre. Ich höre da noch eine Gitarre, ich bin mir nicht sicher. Eigentlich müsste ich die einspielen, so eine kleine Triple-Gitarre drin. Aber ich will mal kurz probieren, ob ich das vielleicht hinkriege. Vielleicht kriegen wir noch was Geiles hin. Und zwar, da brauchen wir, glaube ich, nur die Grundnoten. Das hier brauchen wir gar nicht. Und zwar würde ich tatsächlich den nochmal den Electric Sunburst, aber diesmal mit einer Akzentuierung. Mal sehen, ob es die Akzentuierung gibt. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Tja, gute Frage, was das für eine ist. Wir nehmen mal hier auch wieder die R&B Classics. Müssen wir einfach mal gucken. Nein.
Nein, das ist es nicht. Harmonic Glissando auch nicht. Er hat schon echt hier krass viel Kram. Wir gucken mal Reverse EDM. Mal sehen, habe ich auch schon lange. Okay, auch sehr geil. Werden wir aber hier erstmal nicht brauchen. Morgaine Classic Rock. Naja, eigentlich müsste ich das wahrscheinlich tatsächlich selbst einspielen. Auch nicht schlecht. Passt überhaupt schon so? Ah, nee, hier passt er nicht mehr. Schade eigentlich, weil der echt nicht schlecht ist. Ich weiß gar nicht, ob man das, wenn ich das hier jetzt umswitche in G-Dur, ob der das auch umswitcht. Nee, ist nochmal ziemlich. Was ist hier das E? Das müsste, glaube ich, Moll sein. Ich glaube, das kann man trotzdem hier irgendwie umswitchen. Ah. Aber der passt nicht. Key. Ah, okay. Ich glaube. Naja, irgendwie passt das auch nicht. Okay. Lassen wir das. Kann sein, dass ich das dann später selbst reinspiele. Lasst uns mal gucken, ob wir dieses Sample hier. Wir packen das erstmal alles in eine Gruppe. Nicht ganz geil mit der Geige, muss ich sagen. Ja. Ah, ich liebe diese Stradivari. Das ist wirklich der Hammer. Also wie die klingt, Wahnsinn. So, was wollte ich eigentlich machen? Jetzt bin ich so weit mit dem Kram hier. Dann mal ein bisschen gucken. Hier wollte ich ein bisschen noch was rausholen. Ja. Geil. Okay. Hier bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob wir die nicht vielleicht höher machen sollten. Naja, dann sind wir hier schon wieder. Okay, guck mal, wie es mit dem klingt. Ja, kann man aber nehmen. Kann man nehmen, klingt cool. Okay, auch hier ein bisschen erstmal. Ja. Ja, gefällt mir. Ja. Okay, gucken wir uns die Strings an. Hier müssen wir natürlich ein bisschen mehr machen. Das bedeutet, wir holen uns mal den Pro-Q. Auch hier alles schön unten wegballern, weil wir die 808 nachher haben. Den Höhen können wir auch reingeben. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns den Valhalla. Bisschen Herr der Ringe-Feeling.
Ja. Das darf auch wirklich ganz, ganz dezent sein. Ich will die nicht zu sehr in your face reinpacken. Das soll ganz, ganz schön unten sein. Wie gesagt, am Ende soll das ein Loop sein, der praktisch das Ganze so ein bisschen aufhält und nicht zu sehr präsent ist. Okay, das klingt ganz gut. So, dann kommen wir zu unserer Leadgeige. Auch hier natürlich alles weg einfach. Ja. Ah, hier müssten wir mal gucken, ob wir vielleicht tatsächlich. Ich will nicht auf das ganze Sample Lo-Fi raufballern. Das heißt, ich könnte mal gucken, ob vielleicht mit dem Drip. Ja, vielleicht nehmen wir mal was anderes. Gucken wir mal. Auch nicht schlecht. Jetzt hier ein kleines bisschen Lo-Fi, wir gucken mal, wie das klingt. Ja. Okay, sehr cool. Also haben wir jetzt nochmal das alte Sample leider rausgeworfen. Ja, wie gesagt, manchmal ist es so, dass man irgendwas baut, das hatte ich schon öfter. Ich baue unter etwas anderem etwas und dann merke ich, dass das, was ich gerade baue, einfach viel geiler klingt oder für mich in der Situation einfach geiler klingt. Und dann muss man natürlich das alte wegschmeißen und aufgrund des Alten praktisch, das Neue weiterbauen. Ich finde hier Melodie und alles ist noch vom Sound her nicht genau das, was ich haben will. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr geil werden, wenn wir das wieder praktisch später so ein bisschen auseinandernehmen und sagen, ey, wir fangen jetzt nur mit der Melodie an, wir gehen dann hiermit weiter und bauen die Geigen mit rein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr fett. Also auf dem Beat freue ich mich hammermäßig. Ja, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, auf jeden Fall hier auf Twitch oder auf YouTube. Abonniert den Channel, dann ansonsten, wenn ihr Bock habt, Udemy. Einfach darauf gehen und Desart eingeben, dann findet ihr meinen Trap Soul Kurs. Bald werden, ich sag's ja immer, aber es kommt bald. Bald werden noch mehr neue Kurse sein. Und wenn ihr Bock habt, heute um 20 Uhr geht es weiter. Das heißt, wir werden um 20 Uhr EDM bauen. Das heißt praktisch, das bleibt für den Morgen. Also wer Bock hat, kann morgen nochmal einschalten. Da werde ich dran weiterbauen. Und heute Abend geht's ins EDM-Poppige. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir fangen vielleicht sogar was Neues an. Mal sehen. Ich guck mal, was noch offen ist. Also, bis dann. Stay tuned.